durchgesetzt hat. Doch bis dahin bemüht sich auch die Kirche um mehr Orientierung am Sein. Im Stift Göttweig in Niederösterreich hat der ehemalige Bankbeamte Friedrich Schmid eine neue Heimat gefunden. Seit Beginn seines Noviziats trägt er den Namen Frater Stephanus und ist für die Sakristei und die Gestaltung des Altarraums zuständig. Eine Aufgabe, die sich von seiner früheren Arbeit diametral unterscheidet. Ich hatte 12 Mitarbeiter zu führen in meiner Bankstelle und wir haben gewisse Vorgaben gehabt, also das und das, diese Anzahl an Lebensversicherungen, diese Anzahl an Bausparverträgen, dieses Volumen an Wertpapiere muss in einer gewissen Zeit oder als Jahresproduktion einfach geliefert werden. Und nach diesen Kriterien ist man auch gemessen worden und nach diesen Kriterien hat man auch seinen leistungsbezogenen Gehalt bekommen. Das war schwierig und es ist immer schwieriger geworden. Ja. 2014 hat Frater Stephanus nach 32 Ehejahren seine Frau durch eine schwere Krankheit verloren. Als Witwer entdeckte er die klösterliche Berufung. Am Beginn meiner Überlegung, hierher zu gehen, und wie ich diesen Ort da besucht habe und ich bin einfach in den Stiftshof hereingekommen, also war das immer ein total positives Gefühl, wie wenn mich einer in die Arme nimmt und sagt, schön, dass du da bist. Dieses Gefühl habe ich noch immer und das freut mich einfach. Vielleicht ist es wirklich mein Weg, den ich jetzt einfach gehen muss und darf. Alle paar Monate muss das oberste Bild am Hochaltar gewechselt werden. Dafür klettert Frater Stephanus mit einem seiner Mitbrüder bis fast unters Dach der Stiftskirche. Sehr gut, Achtung, jetzt ist das Loch offen. Ja, sehr gut, ein Stück oben noch zu mir. Oder? Auf los geht's los. Der Wahlspruch heißt auch, es ist nichts, dem Gottesdienst und dem Gebet vorzuziehen. Also auch wenn ich jetzt noch so eine dringende, schwere Arbeit habe und ich würde noch 10 Minuten brauchen, aber es sind jetzt die Gebetszeiten, dann gehen wir zum Gebet und tun einfach jetzt die Arbeit später fertig machen oder am Nachmittag oder am nächsten Tag. Die Arbeit ist hier immer der religiösen Praxis unterzuordnen. Im weltlichen Alltag läuft es genau andersherum. Der Herr, dein Gott, hat dich auf den Benediktiner zu sein, heißt vor allem zunächst einem Rhythmus zu folgen, den ich mir nicht selber gebe, sondern den eine Gemeinschaft lebt. Da einzusteigen. Also wenn ich daran denke, in ein Benediktinerkloster gehen zu wollen, dann weiß ich schon meinen ersten Gedanken, ich werde gemeinsame Gebetszeiten jeden Tag vorfinden, ich werde gemeinsame Mahlzeiten vorfinden. Es wird Zeiten geben, wo ich mich in die Heilige Schrift versenke und es wird Arbeitszeiten geben, die vielfach gemeinsam gestaltet sind. Das Kloster bietet einen klaren Tagesablauf, aber weder Einkommen noch Privatbesitz.